weiter geht es. Let's play Final Fantasy 8. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder immer noch dabei seid. Eins von beiden wird sicherlich zutreffen, hoffe ich. Ja, wir haben El Presidente entführt in der letzten Folge. Jetzt wollen wir mit El Presidente reden. Ah, das ist nicht der richtige Weg. Gut zu wissen. Dann gehen wir halt eben wieder zurück. Aber wir haben hier zumindest einmal abgespeichert. Das heißt, los geht's. Fertig? Okay. Lasst uns ein klein wenig quatschen. Präsident Deling. Dir passiert nichts, wenn du keinen Widerstand leistest. Liebes Fräulein, was passiert denn, wenn ich trotzdem Widerstand leiste? Ah? Was ist? Was ist? Es tut mir schrecklich leid. Ich bin nicht der Präsident. Mich nennt man ein Double. Es heißt, dass es in Timber viele Widerstandsgruppen gibt. Wir haben euch hierher gelockt, dass ihr so einfach hereinfällt. Ausgesprochen niveaulos. Dass wir so einen Aufwand dafür betreiben müssen und die mit so einem Aufwand gerechnet haben, das finde ich eher krass. Niveaulos? Ich habe jetzt lang genug gesessen, mein Fräulein. Zeig mir bitte, was mit mir passieren soll, wenn ich Widerstand leiste. Dafür, dass ihr niveaulos seid, war die Idee nicht schlecht. Aber niemand darf sich dem Präsidenten widersetzen. Nanu? Was bist denn du? Du siehst doch noch ganz nett aus. Hereingefallen. Ey. Was wird das? Da hacken wir mal drauf. Ah, ich habe schon wieder bei Squall vergessen, die richtige, der hat Analyse. Ich sollte mal echt dafür sorgen. Ja komm, lieber Blitz als gar kein Ding. Wait. Sollten wir gucken. Ach du Güte. Egal, wir hacken da einfach drauf. So, eins, zwei und hat es noch geklappt? Knock! Ja! Sehr schön. Yay, geschafft! Oder auch nicht. Hey, das steht. Epileptischer Anfall, Arzt bitte! Hey, Moment, ich habe da so eine Idee. Oh. Oh, doch. Vielleicht. Ich habe da noch eine bessere Idee. Vielleicht klappt das auch. Das wäre ja lustig. So ein Klassiker. So, hier kriegst du ein bisschen Heilung ab. Ja, das klappt. Geil. Komm, jetzt Phönixfeder. Und weg damit. Ja. Easy. Keine EP? Na gut. Zombie-Puder. Und die GFs haben dicke Punkte bekommen. Puh, das war tatsächlich ein Präsidentendubel. Es regt mich auf, dass wir darauf hineingefallen sind. Infos. Infos. Hört gut zu, ich weiß jetzt, was der Präsident vorhat. Er will zum Fernsehsender. Da sind jetzt extrem viele Soldaten. Fernsehsender? Warum denn ausgerechnet in Timber? Von Galbadia klappt das doch genauso gut. Chef, hat das was mit dem Dollet-Sendeturm zu tun?
Was ist denn das schon wieder? Im Fürstentum Dollet steht ein Sendeturm, mit dem Funkwellen gesendet werden können. Es war zwar lange nicht in Betrieb, wurde aber von den Galbardianern reaktiviert. Ah, verstehe. Der Sender in Timber ist der einzige, der Funkwellen sendet. Alle anderen Sender benutzen HD-Kabelanschlüsse. Und was hat das zu bedeuten? Sie machen Rundfunksendungen. Dadurch erreichen sie auch Gebiete, die keinen Kabelanschluss haben. So viel weiß ich auch. Ich wollte fragen, was genau der Präsident übertragen will. Warum will er Funkwellen benutzen? Er möchte etwas weltweit senden, auch in Gebiete ohne Kabelanschluss. Was könnte das sein? Frieden auf der Welt. Ich glaube nicht. Funkwellen gibt es seit 17 Jahren nicht mehr. 17 Jahre? Wenn die Unabhängigkeitserklärung als erste Meldung gesendet wird, wäre das ein Wahnsinn. Hey, vielleicht klappt das sogar. Wir sollten uns das mal überlegen. Kleinen Moment. Dürfen wir noch nicht nach Hause? Was steht eigentlich in dem Vertrag? Check das doch mal, Chef. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee, Selfie. Das soll eine Besprechung sein? Ein Zeitungsartikel. Die Schattenseite der Politik, Erstausgabe. Der Direktor der Republik Galbardia, Präsident Vincent Dilling. Wir berichten über die verdeckten Geheimnisse und darüber, wie er seine jetzige Position erreicht hat. Tell me more. Wir sind fertig. Eine neue Mission. Zeig mir vorher mal den Vertrag. Ja, klar. Was steht da? Der Ballam Garden, der Auftragnehmer, trifft hiermit eine Vereinbarung mit der Waldeule, Auftraggeber, über die folgenden Punkte. Der Auftragnehmer verpflichtet sich hiermit dazu, sämtliche Missionen und Aufträge zu erfüllen, unabhängig von dem Aufwand und deren Folgen, mit der... Keine Peilung. Wie? Den habe ich auch nicht verstanden. Als ich den Direktor das sagte, hatte er mir diesen neuen Vertrag geschrieben. Euer Direktor ist wirklich nett. Was steht da jetzt drin? Sehr geehrte Waldeule, dieser Vertrag zwischen Ihnen und den Seeds ist so lange gültig, bis Timber seine Unabhängigkeit wiedererlangt hat. Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Dies ist ein außergewöhnlicher Vertrag. Wir können keine zusätzlichen Seeds schicken. Erzählen Sie bitte auch niemanden von diesem Vertrag. Ballam Direktor Z. Kramer. Oder Kramer? Nee, ich glaube ja Kramer. Bis Timber unabhängig wird? Ist das ein Witz? Ihr seid doch Profis, keine Widerrede. So, wer geht jetzt mit? Ich sammle Informationen. Ich kotze hier auf den Fußboden. Sag ich doch. Aber sowas von, das ist ein Vertrag. So, ja, hier hast du 5 Gil. Mach alles. Ihr dürft jetzt alles machen. So, what? Wer von uns geht zum Fernsehsender? Renault anscheinend und tatsächlich würde ich Selfie sagen. Ich finde dieses Tombola mega, mega fantastisch von ihr. Deswegen nehmen wir sie mit. Ja, komm. Dann haben wir wohl keine andere Wahl.
Der Sender, den erreicht man einfach mit der S-Bahn. Leider fährt zurzeit weder die S noch die Fernbahn. Die ganze Bahnverbindung ist lahmgelegt. Das ist nicht so wild. Fragt einfach in der Stadt. Bereit? Ja, komm. Viel Glück, ich werde hier warten. Jemand spioniert in unserer Uniform herum? Ja, da gebe ich dir recht. Er hat sich über den Besuch des Präsidenten informiert. Es fiel uns sofort auf, weil er über jede Einzelheit nachgefragt hat. Ich habe den Verdächtigen gesehen. Er hat kürzlich 3 Jugendliche aus Balampe irgendwo hingeschleppt. Ich werde jetzt alle verdächtigen Jugendlichen abchecken. Kommt nicht in Frage. Ihr sollt nicht jeden Einzel... Na. Den Bürgern dürft ihr nichts. Den Präsidenten entführen. Das ist eine Kampfansage gegen Galbadia. Wir werden sie finden und ins Gefängnis stecken. So viel zum Thema. Lasst mich wenigstens zu Ende reden. Jetzt weiß ich's wieder. Der Fernsehsender müsste hinter dem Timbermaniacs-Gebäude zu sehen sein. Geht einfach in diese Richtung. Ich habe aber nichts gesagt, dass ihr einen direkten Weg hinführt. Was? Beeil dich verdammt, die Galbadianer kommen. Seid bitte vorsichtig, hier lauern überall Soldaten. Das Hotel könnt ihr nicht benutzen. Wenn es euch schlecht geht, probiert bitte die Träne der Eule aus. Die bekommt ihr vom Alten neben dem Bahnhof. Aber ihr seht, seid ja stark und braucht sowas nicht. Aha! Nehmt mich bitte mit! Yay. Na gut, okay, dann gucken wir hier nochmal nach. Ah! Hier ist was... Halt HP aller GFs. Oh, das ist aber teuer. Belebt und... Oh, das ist teuer. Okay, hab's verstanden. Wucherpreise. Na gut. Dann halt eben hier entlang. Hey, was bist du denn für einer? Hä? Ich bin ne Thorn. Aber ich freue mich, wenn ich mit ihm verwechselt werde. Oh, Gegner. Random Kämpfe, yay. Oh, und ich habe Rinoadon nicht ausgerüstet. Damage noch eins. Alles klar. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und danke, dass du dabei warst und so weiter. Und ja, ich denke mal, später geht es noch weiter. So irgendwann am Nachmittag werde ich das, denke ich, mal machen. Irgendwie sowas. Ja, ich muss mal gucken, welche GF eigentlich stehlen kann. Shiva Level Up, nice. Generell muss ich erstmal das Koppeln machen. Cell lösen. Alles. Ja, bitte alles lösen. Koppeln. Nein. Rinoa. Koppeln. GF. Michikoi und Ifrit. Und... Moment. GF, Draw und Item. So. Und Squall macht jetzt mal was anderes. Squall nimmt jetzt nämlich nicht Item, sondern Zauber, genau, wegen Analyse. Auf Strange. Strength. Okay, ich werde gleich Schluss machen. Ich mache noch eine Viertelstunde und
dann bin ich auch weg. Ich glaube, das ist dann eigentlich ganz gut. Wobei ich eigentlich noch unbedingt einen Safe-Spot finden muss. Das heißt, ich mache noch bis zum nächsten Safe-Spot und dann mache ich Schluss. So. Genau. Squall wollte ich noch optimal auf Stärke. Aber das hatte ich ja schon. Ach ja. Seht ihr mal. Renoir. Kann ich... Achso, ja klar. Die kann ja auch nicht auf optimal, weil die noch keine... Moment. Weil die noch keine Zauber hat. Das heißt, also ich muss einmal die tauschen. Alles von Cell an Renoir übertragen. Wer soll Zauber empfangen? Wer soll Zauber geben? Nee. Hä? Achso, wer soll Zauber empfangen? Renoir. Wer soll Zauber geben? So. Schon besser. Und jetzt kann ich nämlich Renoir. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Dann, geht Ifrit hier wieder raus. Und dann bekommt sie... Wer hat denn überhaupt Shiva? Sie bekommt, glaube ich, Magie. Das sieht gut aus. Genau, Squall koppeln, GF, Ifrit. Dann geht von ihm aber Siren weg. Und Stärke, das ist okay. Und Renoir bekommt jetzt, bekommt nochmal GF, Siren dazu. So, das sieht doch nett aus, hoffe ich. Und wir müssen hier mal ein bisschen weiterlaufen. Ach ja. Der gesamte Bahnverkehr wurde anscheinend gestoppt. Normalerweise fahren hier viele Züge. Ich liebe die Aussicht hier. Danke für diese Information, sie hat mir nichts gebracht. Erzähl mir mehr. Irgendwas wollte ich gerade noch machen. Ach ja, genau, die GFs. Ich wollte nämlich nochmal gucken, lernen. Donnerwandler, okay, die sind auch dabei, die Wandler-Dinger zu lernen. Dann lassen wir das mal. Genau so. Hallöchen. Ha-ha-ha-ha-tschi! Ich habe Katzenallergie, aber meine Tochter liebt Katzen über alles. Was mache ich nun? Sterben? Scheinbar. Oh, das ging jetzt irgendwie schnell mit dem... Mit dem Safe Spot. Oh, meine liebste Renoir, es tut mir wirklich leid. Ich kann euch nicht unterbringen. Ich darf es nicht laut sagen, aber hier übernachten zurzeit zu viele Idioten aus Galbadia. Ich verstehe, trotzdem vielen Dank. Ach, Renoir, ich wünschte, ich könnte dir helfen. Ich bin auf deiner Seite, ich drücke euch die Daumen. Wie sieht's denn hier drüben aus? Ah, okay, hier darf man nicht durch. Willkommen, Reservierung, bitte am Schalter. Die Bahnschranke wird böse, wenn ihr hineingeht, ohne zu bezahlen. Na gut, dann gehen wir hier halt eben wieder raus. Und vielleicht... Oh. Du weißt doch, was mit deinem Kind passiert, wenn du einem Rebellen hier durchlässt, nicht wahr? Wir müssen schnell zum Fernsehsender, bevor jemand wegen uns zu Schaden kommt. Ihr Bürger aus Timber gehört doch alle zum Widerstand. Idioten, wenn ihr euch fügt, würde diese Stadt bestimmt aufblühen. Und was ist mit dir? Bist du glücklich, nachdem du deine Seele verkauft hast? Wir pfeifen auf sowas, wir wollen nur unsere Freiheit. Wenn ihr es nicht begreift, werdet ihr uns niemals verstehen können. Wenn's nach mir ginge, bist du der Idiot, weil du deine eigene Freiheit verkauft hast. Halt die Klappe! Nein. Oh, Renoir, echt?
Ist das dein Ernst? Chance auf Erstschlag. Ja, wenigstens etwas. Tombola. Nee, nee, nee. Ja. Shit, jetzt gleich. Ich sag dir, ich vergesse es immer wieder zu drawn. Okay. Ich werde es versuchen. Wenn ich nicht die Gegner erstmal sterben lasse. Oh, Potion. Nice. Yay. Donnerwandler, Kältewandler, Hitzewandler, Itemwandler, Zustandswandler. Alles mögliche an Wandler. Danke. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Vielen Dank, aber ich kann euch nicht durchlassen. Es tut mir leid. Na ja, gut, okay, schade. Jetzt gehen wir nochmal auf die GFs und lernen mal ein bisschen. Karte wird verfügbar. Okay, nee, das ist weniger. Was geht denn hier noch? Zauberwandler M. Aus Zauber wird M-Zauber erzeugt. Ja, Wandler ist gut. Lernen. Geist, Magie, Item, Draw. Anfeuern. Ja, machen wir mal das. Ifrit. Stärke plus. Ah, Stärke plus. Das ist nochmal nett. Siren, Lebenswandler, Wünschelrute, findet versteckte Speicher- und Draw-Punkte. Das ist ja cool. Das nehmen wir doch. Vor allem, dass es versteckte Speicher- und Draw-Punkte gibt. Was geht denn hier? Ah, Raupen kostet 200. Okay, ihr habt gesagt, das ist eine tolle Sache. Dann mache ich das einfach mal. So, dann wollen wir nochmal hier Ability koppeln. Nee. 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 Achso, der hat gar nichts. Bin ich jetzt doof? Ich dachte, das war eine Ability. Ach so. Aus 1 entsteht Blitz 5. Itemwandler. Aus einem entsteht Zelt. Oh geil. Schweigen, Schlaf, magischer Stein. Jetzt schnall ich's. Geil. Okay, das ist mal cool. Tatsächlich. Okay, da komme ich nicht durch. Aber dann muss es hier noch... Kleinen Moment. Nee. Oh, Waffen. Ja, das ist... Mir fehlen hier Eisenrohre. Anderer Kram. Christus braucht nichts. Den hat sie schon. Okay, der Weg bringt an der Stelle nichts. Ah, Rinoa, hallo. Schönes Wetter heute. Ja, es ist wirklich schön. Warum kann ich nicht sagen, nicht etwas Romantisches sagen, ich Idiot? Rinoa, ja, da die. Nimm da das bitte mit und tschüss. Ah, das ist nett.
Habe ich nochmal ein bisschen Gegenstände bekommen. Gibt es hier nicht noch irgendeinen anderen Weg oder so? Aha. Gegner. Könnten wir eigentlich mal gucken, ob die irgendwas haben, was man... Na komm. Machen wir. Tombola, nochmal, nochmal. Nochmal, 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 nochmal. Ja. Und da kommt Hundi. Und da kommt die Kanone. Bam. Hund aus Kanone geschossen. Sehr schön. Erinnert mich so ein bisschen an die Katzen aus Hostel. Postel? Postel. Aber nur minimal. Wie viel AP? 4 AP. Boah, wir brauchen 200 dafür. Ah, hier kann man doch lang. Maniacs. Das war der Laden, von dem sie erzählt haben. Wir wollen eine Besichtigung? Wir wollen eine Besichtigung. Das freut mich, aber geht bitte hinein. Was haben wir denn hier? Ein cooler Typ wie du ist immer willkommen. Ältere Zeitschriften? Irgendein Girly-Ding? Wir haben unser Geld bekommen. Schauen wir mal hier hinten nach. Ah, perfekt. Timmermaniacs gefunden und gelesen. Moment. Reden wir nochmal kurz mit denen. Sehe ich aus wie ein Künstler? Ganz recht, ich bin einer. Und dabei habe ich nie mal was gesagt. So, was haben wir hier noch? Ha! Drawpunkt entdeckt. Eisker. Das soll mal bitte Scroll nehmen. Das meine ich mit noch ein Drawpunkt. Ach nee, das war der Drawpunkt. Das meine ich mit hässlich versteckte Drawpunkte. Na gut, da komme ich nicht durch. Wie sieht's hier aus? Hier gibt es Stuff. Passt auf, eben gingen Rowdies in die Kneipe hinein. Die Kneipe ist gleich die Treppe runter. Ich rieche Blut, aber ich hoffe, dass ich mich irre. Okay. Treppe runter. Hey, für einen Dorfknecht hat er ganz schön coole Sachen. Hey, übertreib's nicht, die Bewohner sind ohnehin wütend auf uns. Hä? Verhaftet sie! Na toll. Da ist man hier einfach nur mal glücklich unterwegs. Nichts Besonderes. Dann machen wir hier einfach weiter. Ja, das sieht gut aus. Piu! Oh. Das war schon der Kampf. Eine Bull-Karte, eine Bull-Karte und ein Draw-Punkt. Was gibt's denn hier? Vita. Wer soll ziehen? Selfie. Hat 7-mal Vita gezogen. Tja, was geht denn hier ab? Ich bin aus Dollet. Ich bin bloß ein Tourist. Die Bahn fährt nicht. Ins Hotel kann ich nicht, weil es als Kaserne dient. Die Soldaten schikanieren mich. Ich verliere meine Karte. Alles Scheiße. Was einem gehört, nehmen sie dir mit Gewalt weg. Das war doch bis jetzt immer so, vor allem die Galbardianer. Selbst diese Stadt, sie bekommen alles, was sie wollen. Ja, genau, genau. Die Rebellen sind daran schuld, dass die Bahn nicht mehr fährt. Warum mussten sie auch versuchen, den Präsidenten zu entführen? Jetzt laufen überall Soldaten herum, scheiß Rebellen. Wenn sie es nicht schaffen,
sollten sie es gleich lassen. Diese Arschlöcher sind an allem schuld. Hey! Du bist das Arschloch. Diese Leute versuchen, den scheiß Präsidenten zu stoppen. Die Soldaten sind so scheiße, weil der Präsident scheiße ist. Die Rebellen können nichts dafür. Lächerlich. Ey. Nun, ansprechen. Gehst du bitte aus dem Weg? Selbst ein Knabe versucht, mich zu verscheuchen. Gib mir mehr Wein. Ja komm, geben wir den Wein. Nehmen wir den hier. Hey Junge, selbst ich habe Geschmack, verstehst du? Egal wie es schmeckt, ich will das haben, was ich jetzt gerade trinke. Ansprechen? Gehst du bitte aus dem Weg? Selbst ein Knabe versucht, mich zu verscheuchen. Gib mir mehr Wein. Na los. Na gut. Wie dem auch sei. Wir laufen nochmal zurück und speichern ab. Ja, ist okay. Blä, 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 Kämpfe, blä, blä, blä. Ich hätte jetzt hier ganz gerne so ein Skip-Forward. Egal, dann ist halt jemand Schweigen. Also ich weiß, ich finde irgendwie bisher ist das Spiel eher so eine leichte Komödie. Ich meine, der eine schießt, der Selfie macht einen auf, keine Ahnung. Entweder ist es so einen auf, ich bin mega cute oder sie will irgendwas explodieren lassen. Die andere schießt mit ihrem Hund durch die Gegend, als wäre es eine Kanonenkugel. Oh, Diablos Level Up, nice. Schon ein bisschen seltsam hier. So. Aber wie gesagt, hier haben wir den Safe Spot. Glücklicherweise. Und dann speichern wir hier einmal ab. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 8. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der nächste Stream geht irgendwann nachmittags los. Schaut einfach mal bei Facebook und so weiter. Facebook, Twitch, Twitter, Discord rein. Wenn ihr meinen Discord-Channel betreten möchtet, gibt es dazu einen Link in der Kanalbeschreibung. In der Videobeschreibung. Aber ich glaube, ich werde jetzt auch mal ein bisschen pennen gehen nach 6 Stunden Stream, fast 3 Uhr nachts, das passt schon ganz gut. Also, habt einen schönen Abend und bis bald.